Ja, mach doch ein paar. Mach doch ein paar. Ja, machen wir das eher. Übertreiben Sie mal. Ah, hallo. Ich bin Mike Millard, bin jetzt Dirigent hier in Bad Orb seit 24 Jahren, musikalischer Leiter und letzte Zeit auch künstlerischer Leiter. Habe meine Sommer hier verbracht, eigentlich seit 87, als es hier angefangen hat. Ich war im ersten Jahr dabei als Pianist und jetzt seit 98 als Dirigent. Höhere Musik. Zunächst fremd erscheint mir dieser Begriff, dann doch nach und nach vertrauter nach 30 Minuten eines lebendigen, zugewandten, witzigen Gesprächs mit dem gleichaltrigen Kulturpreisträger 2022, Michael Millard aus... Ja, wo kommt er eigentlich her? Ab und zu musste ich mich und ich glaube manchmal auch er sich kurz an die britische Herkunft erinnern. Ja, es war ein interessantes Zusammenkommen zwischen einem deutschen Dirigenten damals und einer jüdischen Regisseurin aus London. Und sie haben ihre gemeinsamen Teams zusammengebracht. Sänger kamen aus Deutschland und England und haben eine Oper Figaros Hochzeit gemacht. Es war das erste Mal, dass diese Frau dann in Deutschland war, seit dem Krieg. Und sie hat dann einige um sich gehabt, als Schutzwand sozusagen, damit sie sich wohlfühlte. Und ich war dabei an der ersten Zeit. Meine Frau hat es eigentlich ins Leben gerufen damals. Wir sind zusammen nach Deutschland gekommen, waren noch nicht verheiratet und haben uns in Deutschland dann einmal geheiratet. Die letzten 8 Jahre hatte ich in London verbracht, habe in London studiert und dann war ein Open Studio in London. Es war noch krasser eigentlich aus dem 9-Millionen-Stadt nach Bad Orb direkt. Es war wie Urlaub zuerst. Ne? Also, obwohl natürlich hier war es jedem Sommer 6-7 Stunden Arbeit am Tag trotzdem. Humor. Warum, frage ich ihn, ausgerechnet als erstes nach Humor? Ob er ein humorvoller, humorverständiger Mensch sei. Er ist es. Er kann gar nicht anders. Ganz und gar als Engländer, wie er mir und auch sich das erklärt. Und das war, warum auch immer, mein erster Eindruck von ihm. Er versteht sich, zumindest wenn ich ihn richtig verstanden habe, zur Hälfte, ich denke, der Humorigen als Engländer. Die andere Hälfte hat sich dann nach und nach auf die deutsche Seite geschlagen. Deutschland, ein Land, in dem er bislang länger lebt als in seiner Heimat England. Ich habe in einem Jugendorchester, Landesjugendorchester in England gespielt, Querflöte und Saxophon. Und der Dirigent war so eine fantastische Persönlichkeit, Christopher Eady. Ich habe mich damals entschieden, mit 15, 16, ich will Dirigent werden.
Und ich wusste nicht, welche Richtung. Ich wollte nur Dirigent werden und habe dann studiert, landete dann seltsamerweise bei ihm, weil er Dirigieren unterrichtet hat, damals in London. Und da habe ich dann 3-4 Jahre mit ihm verbracht, als Lehrer auch. Und eigentlich kann man sagen, während des Studiums, des Dirigierstudiums, war mir klar, ich möchte diesen Weg, diesen deutschen alten Weg der Kapellmeister gehen, wo man selbst am Klavier sitzt und mit den Sängern am Klavier arbeitet, weil so viele ältere Dirigenten in England mir geraten haben, nur so kann man eine Stimme kennenlernen und richtig lernen zu führen, wenn man selber am Klavier sitzt. Und das, ich glaube, das zeigt sich, weil wenn jemand versucht, eine Oper zu dirigieren, ohne dass er mit Sängern am Klavier arbeiten kann, ist es viel schwieriger. Das Theater haben Sie erfunden, die Deutschen. Und das war es für ihn dann schon auch wert, hier zu sein. So musste ich erfahren, dass es in England 5 feste Opernhäuser gibt, während der ganze deutschsprachige Raum weit über 100 hervorbringt. Und so ist der englische Blick all derer, die die höhere Musik und das Musiktheater lieben, dann doch sehr schnell auf Deutschland ausgerichtet. Er liebt den humorvollen Umgang mit den Kolleginnen und Kollegen, wobei er selbst die Arbeit eher im Tunnel sieht. Zielorientiert, bemüht, die Zügel nie so recht aus der Hand zu lassen. Eine der wichtigsten Sachen ist nicht nur selber machen, sondern anderen zu helfen und einen Weg zu zeigen, eine Tür zu öffnen, also Möglichkeiten anzubieten. Das war ein großer Grund, hier in Bad Orb so weiterzumachen, weil ich habe mich ziemlich früh entschieden, sehr klar Feedback, also Info zu geben für Musiker, Sänger, weil ich gesehen habe, wenn man nicht ehrlich ist, dann landet oft eine Karriere in einer Sackgasse. Und wenn man zu richtigen Zeitpunkt die richtigen Worte hört, wo eine Verbesserung möglich wäre, das kann sehr hilfreich sein. Ich habe mich über die Jahre sehr viel mit Therapien und dieser Öffnungsmöglichkeiten beschäftigt. Ich habe auch eine Ausbildung zum Beispiel als Familienaufsteller, weil das mir wichtig war, um traumatische Erlebnisse aus dem Weg zu räumen, aus der Kindheit, aus der Vergangenheit. Das kann ich dann gut einsetzen mit jungen Sängern, um einen guten Rahmen dazu zu setzen, zu stellen, dass sie diese Thematik angehen können. Im Folgenden streifen wir durch seine Arbeit in Bad Orb. Er erzählt mir voller Begeisterung, Enthusiasmus und immer wieder auch eigenem Erstaunen, zum Beispiel von 400 Kostümen, dem Chor, der sich 5-mal während einer Aufführung umgezogen hatte, einer farblichen Abstimmung eines jeden Kostüms mit dem Bühnenbild, der Stimmung, ja sogar mit den Pflanzen. Er erzählt von einer grandiosen Atmosphäre. Alles passte. Alles passte, auch für ihn in Bad Orb. Das hielt ihn, das motivierte ihn, so wie er zahlreiche Menschen, Kolleginnen und Kollegen, Mitwirkende vor und hinter den Kulissen motiviert. Jetzt sind wir in der Konzerthalle in Bad Orb und hier waren die ganze Open über die letzten 37 Jahre, 36 Jahre, ich glaube. Und hier vorne ist die Bühne und der Orchestergraben eigentlich für 28 Musiker gedacht. So wurde es konzipiert in den 60er Jahren.
Es gab auch damals ein festes Orchester in Bad Orb, also ungefähr 28, 30 Leute, feste Musiker hier für, als Kurorchester. Und dafür wurde es gebaut. Mittlerweile, wenn hier die Oper läuft, dann haben wir ungefähr 45 Musiker in einem Graben für 28, sehr kuschelig. Im Sommer jetzt gerade, auch Corona-bedingt, haben wir das Orchester auf die Bühne gesetzt und haben zum ersten Mal, wer weiß, vielleicht zum letzten Mal 55 Musiker im Orchester gehabt. Mitunter über 300 Bewerbungen junger Menschen aus bisweilen 50 Nationen für Bad Orb, für einen Part in der Bad Orber Opernakademie, für einen Sommer gesungen, gesprochen in deutscher Sprache und nicht zuletzt auch für einen Sommer mit ihm, Michael Millard. Wenn es draußen in Bad Orb, wie es ziemlich oft im Sommer regnet, können wir hier trotzdem weitermachen. Und man sieht ein großer Saal, 900 Plätze fast. Also ideale Bedingungen für so eine Open Academy, ohne staatliche Zuschüsse und somit Verein und private Sponsoren. Ein Mann kompetent und an Klarheit und doch Bescheidenheit nicht zu überbieten. Michael Millard redet, aber nicht um sich, ja selbst wenn ich ihn auf Michael Millard anspreche. Nein, Michael Millard redet über die Menschen, über die, mit denen er arbeitet, für die er arbeitet. Er spricht über die Kunst und sieht sich immer im Dienste dieser. Er spricht über Institutionen. Er sagt, keiner ist wichtiger als die Institution. Er ist dankbar. Er ist auch Bad Orb dankbar, dem Main-Kinzig-Kreis, nicht nur für den Preis, nein, für die Zeit, für die Gelegenheit, für die Arbeit, immer im Dienste der Kunst und der Menschen. Nämlich die, so Millard, haben eigentlich den Preis verdient. Aber, so schließt Michael Millard unser Gespräch, rührend und nicht ganz ohne Stolz, auch ich habe eine Familie. Im Corona-Jahr 2020 hatte er zum ersten Mal mehr als eine Woche am Stück mit ihr verbracht. Wen wundert es bei einem Leben voller Reisen, Produktionen, Konzerte, Lehraufträge? Ich nehme eine Pause jetzt in Bad Orb, also sagen wir so. Es kommt jetzt ein neues Team ab nächsten Sommer. Es wird Anna Tefka gebracht. Ist ein Musical, aber ist ein Musical, was auch oft in größeren Theater gemacht wird. Ich hätte einen neuen Regisseur gebraucht, um eine neue Richtung dann einzuschlagen. Und es kam nicht zusammen und dann habe ich gemerkt, was mir gefehlt hat den ganzen Sommer. Und deswegen mache ich ein bisschen Platz, dass neuer Wind, neue Energie reinkommen kann. Da gibt es nun ein Enkelkind. Ein zweites ist unterwegs. Und es meldet sich der Faktor Zeit. Und es meldet sich der Faktor Lebenszeit. Mir wurde klar, eigentlich in der Corona-Zeit, was ich verpasst habe über die ganzen Jahre, weil wir dann plötzlich, es fiel aus hier in 2020 war das. Und wir waren dann 6,5 Wochen in Frankreich, Italien, Holland, überall. Da habe ich einiges gelernt in der Zeit und deswegen kümmere ich mich mehr jetzt darum. Ja, es, man,
ich kenne das von vielen Musikern, man kommt in eine Art Tunnel. Wo fängt man an, Nein zu sagen, wenn ein Angebot kommt? Ja? Und man weiß im Hinterkopf, wenn ich jetzt anfange, Nein zu sagen, werde ich nicht nochmal gefragt. Und es ist ein Rad. Ja? Man wird fast von dem System aufgefressen, wenn man nicht aufpasst. Congratulations to you, Mr. Michael Mellet. You are the right one to receive this nice award.